Willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Origins. So, wir wollen ein paar Fragezeichen abklappern. Oh lala. Und die ersten sind direkt hier vorne. Und ich habe gerade auf der Karte gesehen, hier ist ein Aussichtspunkt ganz in der Nähe, den wir noch gar nicht haben. Das geht natürlich nicht, den werden wir natürlich uns auch noch holen, aber erstmal haben wir hier einen Schatz. Hurra, oha. Und da sind auch wieder ein paar da drin. Da vorne ist die Höhle, okay. Will mal was ausprobieren, wartet mal. Hey! Hey, was? Ah. Stirb, du Sau! Was? Ach komm, bleib stehen! Ich reiß dir die Eingeweide raus! So. Einfach an allen dran vorbei. Wenn man schon vom Level so viel höher ist, kann man es einfach mal machen. Aua! Erbärmlich! Das wird einfach! Rums. So. Dann gehen wir dahin. Weiler Hypodoris. Naja. Mal schauen, was wir hier haben. Ein Krokodilnest. Da ist Mutterkrokodil auf Stufe 14. Oh, hier liegt sogar ein Schatz rum. So. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen hier hin und dann da hoch. Da habt ihr gerade den... Was willst du denn? Also... Unglaublich. Rauf hier, sehr gut. So. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Ja, aber hier draußen reitet nur einer die vorbei. Wir sind sehr aufmerksam. Hopp. Wow. Okay, hier soll irgendwo ein Schatz sein, aber da unten? Meine Güte. Manchmal ist das Gebiet aber auch sehr großzügig. Lasst euch nicht stören. Ich will dann nur mal ein paar Sachen. Zack! Zack! So. Gut, dann da hoch. Ja.
Da war schon wieder irgendwas im Wasser. Naja. Das ist der Schatz. Verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Platsch. Hey, was? Hältst du dich für was Besonderes, ne? Gib den Weg frei. Ich hab etwas gesehen. Sehen wir uns mal um. Was? Hey. So. Zack. So, hier. Den haben wir noch nicht und das geht ja nicht. Das kann ja nicht angehen. Ist ja kein Boot. Na gut. Dann schwimmen wir halt wieder ein bisschen. Haben wir ja so lange nicht gemacht, im Wasser rumplanschen. Ui. Vergib mir. Oh. So, kannst du wir haben. Wieso haben wir diesen Aussichtspunkt eigentlich noch nicht? Waren wir hier nicht? Doch, hier waren wir auch schon. Na. Naja. Müssen wir noch hochkommen. Hi. Als wäre irgendwo. Okay, wie kommt man da hoch? Machen wir es halt so. Synchronisiere dich. Sehr schön. Damit haben wir alle 78 von 78. Sehr gut. Hier gibt es eine Mission. Sehe ich doch auf der Karte nicht. Machen wir die doch direkt mal, oder? Ja, machen wir. Machen wir erst die Mission und dann die Fragezeichen. Mal schauen, was wir da haben. Zeno! Was? Zeno? Was passiert? Wonach hältst du Ausschau? Achte auf deinen Adler. Die Römer fangen jedes Tier, das sie finden. Tahira! Was machst du? Auch schön, dich zu sehen, Bayek. Siehst besser aus. Wusstest du, dass ich hier bin? Ich hoffte es. Dein Ruf eilt dir weit voraus. Sogar ich kenne Geschichten von Bayek von Siva. Was machst du hier draußen? Ich will nicht, dass dieses Tal ein römisches Schlachthaus wird. Sie fangen unsere Tiere und schlachten sie in Rom ab für ihre Götter. Ich kenne die Geschichten.
Alleine kann ich nicht viel ausrichten. Ich betete zu Sobek und er schickte mir dich. Komm. Tahira, warte! Hey! Hey! Okay. Lass uns ein paar Römer vernichten, ne? Wieso führte dein Weg dich hierher? Seit wir uns zuletzt sahen, bin ich in eine starke Strömung geraten. Warst du noch mal in Siva? In deiner Rolle als Magi? Nur kurz. Es war keine Heimat mehr. Und du? Wie bist du hier gelandet? Ich ließ mich von dir inspirieren. Ich bin auch eine Beschützerin. Was ist das für ein Ort? Ein Schrein für Sobek. Sehr alt. Sehr gefährlich. Klettern. Hier ist es nicht sicher. Okay. Hup. Zack. So. Wir sind geklettert. Hier waren wir gerade eben erst wegen dem Aussichtspunkt. Toll. Esse. Alte Ruinen, alte Götter. Vielleicht. Aber trotzdem haben sie viel Macht. Shh. Sieh hin. Und tschüss. Oh, bei Amuns Hörnern. Sobeks Kind. Wo ist sie? Da fehlt doch eine. Die Römer. Triff mich beim Römerlager. Bei Amun, sie ist schnell. Komm zu mir, wenn du kannst. Schaffen wir. Moment, wir sind quasi schon da. So. Hier kommen wir nicht durch. Platsch. Neuen Ort entdeckt. NATO. Na gut. Sehr gut verstanden. Ich sagte doch, der Hunger Roms ist unstillbar. Sobeks Tochter ist da drin. Dann holen wir die auch raus. Bayek. So. Sobeks Tochter ist da drin, ja? Sei wachsam. Hier, das ist der Schatz. Dann ist der Hauptmann. Bei Amun. Das ist mal ein Krokodil. Wundervoll, nicht wahr? Worauf wartest du? Worauf wartest du? Zerstör den Käfig! Sie ist dead! The true! And non movere! Coordina! Da hat er uns kalt erwischt. Ach du Scheiße!
nicht sicher. Wo ist sie? So, bitte. Ich will dir nichts tun. Sobek weiß das. Ja, hoffentlich. Bayek, wir müssen dafür sorgen, dass sie zum Schrein gelangt. Wie willst du das denn machen? Eskortiere Sobeks Kind. Na, ihr seid lustig. Dürfen wir reiten, Riesenkroko? Nee, ne? Wow. Ein Bad mit den Krokodilen. Ein Bad mit Sobeks Tochter. Verschwinde mit deinem Boot. Ey! Ganz ruhig, Sobek. Nee, ist ja Sobeks Kind. Damals bist du denn für ein Arsch. Vergiss es! Oh, stopp! Ayek, stopp! Oh nein, sag jetzt nicht, wir haben jetzt auch noch Krach mit... Alles wieder gut, Sobek. Sobeks Kind. Hier gibt es irgendwo noch Mutter-Nilpferd. Oha. Genügt dir das? Okay, Moment, wir holen uns noch schnell das Vieh da. Auf was geht. So, schnell zurück. Das haben wir schon mal beendet. Wo ist er? Da. Okay. Mal weitergehen. Das ist wirklich mal ein Krokodil. Meine Güte. Unglaublich, was für ein Koloss. So.
Und jetzt? Wieso? Du bist doch... Warum bleibt das Vieh jetzt da stehen? Ja, was ist los mit dir? Aha. Danke. Sobek wird uns dieses Jahr wieder eine Nilflut schicken. Gern geschehen. Hätte nie gedacht, dass ich Krokodile mal romantisch finden würde. Furchterregend, aber wunderschön in ihrer Wildheit. Besuch mich nochmal, bevor du gehst. Ja? Na gut. Das mache ich. Hier. Was hast du für Pläne, Tahira? Sobek ist noch nicht fertig mit mir. Und deshalb braucht er auch dich. Bist du dabei? Ich habe viel zu tun. Um was geht es denn? Römische Jäger fallen wie Maden über dieses Land her. Schon bald haben sie wieder ungeschehen gemacht, was wir erreicht haben. Sie werden alles vernichten. Doch schlagen wir jetzt zu. Solange sie noch allein und getrennt sind, können wir ihnen genug wehtun, um sie zu verscheuchen. Brauchst du wirklich meine Hilfe? Sonst würde ich nicht darum bitten. Machen wir. Dann machen wir es halt nochmal. Also nochmal ein paar Römer ärgern. Warum nicht? Die ganzen Schätze und sowas machen wir halt später. Machen wir erstmal die Mission hier. Mal schauen, wo sie hin möchte. Sei still. Jäger voraus. Und jetzt komm über sie wie Sobeks Zähne. Sei wachsam. Etwas leiser. Sei doch noch lauter. So weg, behüte uns. Na komm. Das ging schnell. Obwohl ich nicht weiß, was sie mit Flamingos wollen. Sie essen die Zunge. Eine römische Delikatesse, mit Datteln gekocht. Habe ich gehört. Klingt abscheulich. Wie lange bist du schon hier draußen? Lange genug, dass Narben über meinen Wunden wachsen konnten. Auch wenn ein paar noch schmerzen. Okay. Ja, von Jäger zum Gejagten. Okay. Hatte ich nicht mein Part irgendwie so benannt? Wenn der Jäger zum Gejagten wird oder sowas? Oh. Naja. Warte, was ist das für ein Geräusch? Sucht alles nach den großen heiligen Krokodilen ab!
Ruhm und Ehre für denjenigen, der sie finden und einfangen kann. Diese Pestbeulen. Sie schänden den... Etwas leiser. Wo sind die? Lolita, Ivy! Zack. Wo seid ihr? Da, okay. Zack. So, tschüss. Und einer steht hier noch. Den holen wir uns auch. Hi. Gut. Sobeks Kinder können sich an römischen Knochen satt fressen. Und ich glaube, du bist Sobeks Adoptivtochter. Oh, schweig. Komm, es gibt noch einige von den römischen Maden zu finden. Okay. Als wir uns trennten, warst du auf der Suche nach Namen. Ich hab sie. Und haben sich deine Albträume gelegt? Nein. Sie haben eher eine neue Welt des Grauens eröffnet. Naja. Das ist nicht die römischen Blutegel beweisen ihren Mut, indem sie Nilpferde einsperren. Die Römer sind nah. Ja. Töte die Römer, die Nilpferde jagen, okay. Sind hier in Zeno? Ach da, Moment, da sind die. Jetzt gibt's hier Stress, Leute. Wir haben gerade einen Erfolg freigeschaltet, schlechter, was auch immer das heißt. Zack. Ich muss hier raus! Da bist du! Squeeze, squeeze! So. Das war das Werk eines Gottes. Es war gut, mit dir zu kämpfen. Mein Vater sagte immer, hüte dich vor einem lächelnden Krokodil. Aber ich weise Sobeks Gunst nicht ab, wenn er sie anbietet. Ich weiß aber nicht, wie lange er noch lächeln wird. Städte wie Herakleion sind eine Plage für das Land. Sie vertreiben die Götter von hier. Wir bezeugen das Ende eines Zeitalters. Ich dachte, ich wäre der mit der finsteren Stimmung.
Du hast recht, mein Bruder. Es war schön, dich zu sehen, Tahira. Mögen alle Götter mit dir sein. Okay. Und mit dir. Ich werde Sobeks Kindern ins Grüne folgen. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, das war's für heute. Die Jagd ist beendet. Und ich würde erstmal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.